Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute ist Samstag, der 7. Januar 2023. Und ich stehe hier am S-Bahnhof Höllebügelskreuth. Heute werden wir die traditionelle Anfangsjahreswanderung des Münchner Pilgerstammtisches machen. Und ich werde ein bisschen darüber berichten und auch das Ganze begleiten. Ein bisschen mit Kamera, je nachdem, was die anderen auch mich erlauben zu tun, zu filmen. Das Wetter heute ist strahlender Sonnenschein bei ungefähr 2 Grad Außentemperatur. Es liegt kein Schnee und die Bedingungen, um an der Isar entlang Richtung Schäftlarn den Jakobsweg zu laufen, sind ideal. So, jetzt kommt dann gleich der Zug mit meinen Mitpilgerinnen und Mitpilgern. Ich filme mal, wie die S-Bahn hier einfährt. Nebel über der Isar. Das heißt, eigentlich ist es, was wir sehen, ist der Isar-Kanal. So, Aufnahme läuft. Ja, also meine Mitpilgerinnen und Mitpilger haben zugestimmt, dass ich sie filmen darf. Alles wunderschöne Leute. Pilger, wie es sein soll, ein Bild von Pilgern. Und hier auf der Seite sehen wir hier nicht gerade die Muschel mit dem nächsten Wegweiser. Die Vögel zwitschern. Und wir unterhalten uns nett über den Jakobsweg und das ist einfach schön. Wie wenn das Frühling wäre. Frühling. Genau. Ja, die Vögel zwitschern, also es ist Wahnsinn. Sind wir hier am Georgenstein. Auch im Winter ist sehr schön. Die Jakobsmuschel. Wir gehen aber heute rechts rum und nicht links rum. So, jetzt statten wir gleich dem heiligen Georg einen Besuch ab. Der heilige Schorsch. So, das ist jetzt die Kirche vom heiligen Georg, wo wir dann gleich reingehen werden. Hier auf dem Berg bei der Kirche hat man einen wunderbaren Ausblick. Zum einen auf den Maibaum und dann aber auch schon wieder auf die Alpen im Hintergrund. Jetzt sind wir in der Kirche St. Georg. Die wird gerade renoviert. Und wir sehen hier das Baugerüst. Wir dürfen auch nicht weitergehen. Das Baugerüst wurde von Kindern liebevoll dekoriert, mit Sternen selbst gebastelt. Und an den Wänden stehen Heiligenfiguren. Und vorne ist eine sehr schöne Kanzel. Und hier links ist dann der heilige Florian, der Schutzpatron der Feuerwehrleute. Auch hier in St. Georg gibt es eine schöne Weihnachtskrippe.